40 Jahre Gefängnis, so lautet das Urteil gegen den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien. Die UN-Richter in Den Haag befanden den Angeklagten in 10 von 11 Anklagepunkten für schuldig, darunter auch des Völkermords in Srebrenica. Dort hatten im Juli 1995 serbische Einheiten die UN-Schutzzone überrannt und etwa 8000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Der Völkermord von Srebrenica gilt als das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Zuvor hatte der vorsitzende Richter Ogonjon Karadzic vom Vorwurf des Völkermords in 7 anderen bosnischen Gemeinden freigesprochen. Karadzic hatte sich selbst verteidigt. Mit seinen militärischen Handlungen habe er die Serben schützen wollen. Der Bosnienkrieg kostete mehr als 100.000 Menschen das Leben. Allein bei der mehr als 44 Monate dauernden Belagerung von Sarajevo wurden mindestens 10.000 Menschen getötet.